Herzlich willkommen bei Alpha, dem Magazin für Lebenskunst. Auch heute möchten wir Ihnen wieder Sichtweisen anbieten, die Ihnen vielleicht neue Möglichkeiten für Ihr Leben eröffnen. Wir befassen uns in dieser Sendung zum zweiten Mal mit dem Thema Erfolg. Im ersten Teil ging es vor allem darum, wie man seine Ziele herausfindet, wie man sie formuliert und wie man sie erreicht. Manchmal genügt ja schon eine kleine Änderung des eigenen Verhaltens, damit einem Erfolg zufällt. Wir haben die wichtigsten Punkte eines Erfolgsprogrammes, das des englischen Autors Stuart Wilde, zu einem kleinen Sketch zusammengefasst. Heribert will erfolgreich werden. Endlich hat er ihn gefunden, den Schlachtplan zum Erfolg. Ohne Erfolg kein Geld und ohne Geld keine Frauen. Erfolg macht eben sexy. Und Heribert will sexy sein. Lektion 1. Such dir Ziele. Nur mit einem Ziel vor Augen kannst du erfolgreich sein. Schreibe deine alles überragenden Ziele auf ein Stück Papier. So machst du sie wertvoll. Lektion 2. Schaff dir einen spirituellen Platz, an dem du deine Ziele aufbewahrst und mache diesen Platz zu einer geweihten Stätte. Lege neben deinen Schlachtplan Gegenstände, die für dich einen religiösen oder spirituellen Wert haben. Das wird dir helfen, nie von deinem Ziel abzukommen. Meditiere an diesem Ort täglich. Lektion 3. Gib deinem Leben eine magische Qualität, indem du jedes kleine Ding zu etwas Besonderem werden lässt. Diese Sichtweise verzaubert dein Leben. Hebe alles auf, was du findest. Und merke dir, nur denen, die besitzen, wird mehr gegeben. Lektion 4. Streu dein Geld aus wie Dünger, nur dann wachsen die Dinge. Wenn du aus Angst vor Verlust an deinem Kapital festhältst, wirst du kaum was erreichen. Lektion 5. Wie wär's mit 5.000? Bei einem Geschäftsdeal gilt, versetze dich in Meditation und schlüpfe mental in die Hauptperson hinein. Vertraue auf dich. Stell dir eine Situation vor, die stark ist. Das gibt dir Kraft. 7.000. Ich muss weg. Okay. 8.000! Lektion 6. Merke, niemand weiß, was du willst, wenn du es ihm nicht sagst. Hi, darf ich mich vorstellen? Ich bin der erfolgreiche Heribert. Hallo. Und Lektion 7. Warte auf den richtigen Zeitpunkt für dein Vorhaben. Mit zu frühen Schritten verschwendest du zu viel Zeit. Sie sehen, Humor gehört auch dazu. Heute zeigen wir Ihnen, inwieweit Erfolg von unseren Einstellungen und unserem Denken abhängt. Denn eines steht fest, Erfolg ist für jeden Menschen so wichtig wie die Luft zum Atmen. Dabei bedeutet Erfolg für jeden etwas anderes. Das größte Glücksgefühl, das man überhaupt haben kann, wenn man sieht, dass Menschen, Kinder, Tiere heranwachsen. Dass man, wenn man rausschaut in der Früh, man sieht die Sonne aufgehen. Man sieht, wie jeden Tag das Gras länger wird. Ich finde einfach, Erfolg ist, wenn man seine eigene Fläche bewirtschaftet und daraus was erwirtschaftet. Man steht in der Früh auf, man geht in den Stall, man sieht, dass die Kühe glücklich sind. Die Kühe sind deswegen glücklich, weil es das Gras, was da wächst, zum Fressen kriegen. Es hängt alles mit allem zusammen. Für uns ist einfach wichtig die Natur und die Familie. Für den einen bedeutet Erfolg, Erfolg in der Familie. Für den anderen Reichtum und Luxus. Gleich wie wir Erfolg definieren, ohne das Gefühl, in den Bereichen, die uns wichtig sind, erfolgreich zu sein, ist unser Leben arm und farblos. Eines vorweg, Erfolg ist nicht etwas, das Ihnen einfach in den Schoß fällt. Sie müssen etwas dafür tun. Angenommen, Sie fühlen sich nicht erfolgreich. Wenn Sie nun weiterhin das tun, was Sie immer getan haben, und wenn Sie weiterhin das denken, was Sie immer gedacht haben, warum sollte sich dann etwas ändern? Nein, so funktioniert das nicht. Was Sie als erstes überprüfen sollten, ist Ihre innere Einstellung zum Erfolg. Vera F. Birkenbiel, Autorin und eine der angesehensten Management-Trainerinnen Deutschlands, ist Leiterin des Instituts für gehirngerechtes Arbeiten. Seit über 20 Jahren hält sie Vorträge und schult Führungskräfte aus Industrie und Wirtschaft. Ich würde hier einen Gedanken anbieten wollen von Wayne Dyer in Amerika, der uns die provozierende Frage stellt: Sind wir Frosch oder Adler?
Und das ist sehr interessant, weil der Frosch übergibt seine Nachfahren der Natur und ist nicht mehr verantwortlich dafür. Der Adler zieht sie selbstverantwortlich auf. Der Frosch aus der Froschperspektive sieht lauter gefährliche Füße und Beine, die ihn zertreten könnten. Der Adler hat einen ganz anderen Überblick. Beide gucken sie in dieselbe Welt, aber sie sehen was ganz anderes. Das heißt, wenn wir Verantwortung übernehmen, also Adler sind, dann gewinnen wir Macht, Kraft, Stärke, Überblick, Distanz und die Freiheit zu handeln. Wenn wir Frosch sind, quaken wir halt. Das heißt, Frösche sind keine Unternehmer, sind Unterlasser, nur das Quaken, das lassen sie nicht aus. Es gibt Froschaussagen und es gibt Adleraussagen. Eine Froschaussage wäre zum Beispiel: Gegen die kommst du nie an. Also ein für alle Mal ist ganz klar, dass man gegen die nicht ankommen kann. Das weiß ich vorher. Und dann brauche ich ja auch gar nichts unternehmen. Frösche sind ja Unterlasser, wie wir wissen. Und dann werde ich auch nichts unternehmen. Und dann weiß ich natürlich 3 Wochen später, dass es ja wieder mal so gelaufen ist. Oder ich kann nichts dafür. Wenn ich nichts dafür kann, bin ich Opfer, gebe ich Macht ab. Und das ist dann die Welt, in der ich lebe. Und ich werde immer schwächer und immer hilfloser. Dazu noch eine Geschichte. Kommt ein Mann zum Arzt und sagt: Herr Doktor, ich kann nicht schlafen, weil mein Nachbar so laut ist. Antwortet der Arzt: Gut, dann gebe ich Ihnen ein Schlafmittel mit. Sagt der Mann: Ob mein Nachbar das wohl nehmen wird? Wir wünschen uns eben viel zu oft, dass sich die anderen ändern, damit sich unser Leben ändert. Fest steht, Sie müssen die Sache selbst in die Hand nehmen. Für Ihren Erfolg sind nur Sie selbst verantwortlich. Ich möchte Ihnen heute einige Empfehlungen geben, wie Sie sich durch Ihre innere Einstellung und Ihr Denken auf Erfolg programmieren können. Die meisten von uns glauben, um erfolgreich zu sein, braucht man vor allem einen festen Willen. Da ist was dran. Aber das alleine reicht nicht. Wir sollen unterscheiden zwischen Wille und Vorstellung. Wir glauben nämlich, dass jemand, der erfolgreich sein möchte, besonders viel Willenskraft braucht. Das stimmt aber nicht. Wir brauchen eine besonders starke Vorstellungskraft. Warum? Stellen Sie sich 2 Pferde vor, die eine Kutsche ziehen. Das eine heißt Wille, das andere heißt Vorstellung. Solange die beide dasselbe wollen, zum Beispiel nach Hause in den Stall, geht das wunderbar. Und dann meint der Kutscher, sein Wille sei ausschlaggebend gewesen dafür, wo man hin will. Wenn die aber in unterschiedliche Richtungen wollen, siegt immer das Pferd namens Vorstellung. Das ist immer das Stärkere. Das heißt zum Beispiel, Sie wollen einschlafen. Sie liegen im Bett. Sie sagen, ich will einschlafen. Verdammt nochmal, natürlich will ich einschlafen. Das ist Ihr Wille. Nützt Ihnen gar nicht. Das können Sie wollen, so viel Sie wollen. Wenn Sie die Vorstellung haben, dass Sie sich schlaflos werden wälzen müssen, dann werden Sie die wahrmachen. Und zwar mit Erfolg. Das heißt, Erfolg ist immer die Folge dessen, was Sie davor gedacht oder getan haben. Wenn Sie also immer nur die Hindernisse auf dem Weg zum Erfolg sehen, dann werden Sie den Weg des Erfolges gar nicht erst beschreiten. Nur wenn Sie eine Vorstellung davon haben, wie Sie am Ziel des Erfolges angekommen sind, und zwar ganz bildlich und so, als hätten Sie es bereits erreicht, nur dann werden Sie dort auch ankommen. Wer sich nicht auf dem Siegerpodest sieht, der wird dem Sieg immer hinterherlaufen. Der wird nie oben auf dem Treppchen stehen. Denn wie wir seit Erfolg 1 wissen, macht Ihr Unterbewusstsein immer Ihre Vorstellung wahr und nicht Ihren Willen. Ich mache Triathlon jetzt seit mehr als 10 Jahren und suche den Erfolg schon in der körperlichen Leistungsfähigkeit. Man versucht eigentlich, sich nur noch auf den Körper zu konzentrieren. Also meistens schaltet man eigentlich vollkommen ab. Also man versinkt dann in seinen eigenen Körper mehr oder weniger. Das heißt, man bewegt sich da immer so in dem Grenzbereich, den man dann geistig kontrollieren muss. Es ist so eine Verbindung zwischen Träumen, Meditation und Glücksgefühl. Man hat so ein warmes Gefühl im Bauch. Willensstärke und Handeln, aber vor allem die Vorstellungskraft verwandeln unsere Ideen in Wirklichkeit. Spitzensportler wissen, es ist neben dem Training die mentale Einstellung, die sie zum Sieger oder zum Verlierer macht. Alles, was wir nach außen hin darstellen, ist ein Spiegelbild unserer inneren Haltung, unserer Einstellung eben.
Nikolaus B. Enkelmann zählt zu den führenden Persönlichkeitstrainern in Deutschland. In seinem Institut für Persönlichkeitsbildung leitet er seit über 30 Jahren Erfolgsseminare, hauptsächlich für Topmanager, Leistungssportler und Ärzte. Hier haben wir das Symbol, der vollkommene Mensch. Und die Betonung liegt auf dem Wort vollkommen. Zunächst einmal der Körper, ein Klumpen Lehm, vielleicht 4,50 Mark Materialwert. Aber das Entscheidende ist unsere Zentrale, der innere Mensch. Es ist also schön, dass wir einen Körper haben. Dadurch sind wir begreifbar und erfassbar. Aber das Wesentliche spielt sich in unserer Zentrale ab. Wenn wir nervös sind und der Körper zeigt die Nervosität, so ist das aber im Grunde der Ausdruck, dass unsere Zentrale nervös ist. Und hier erkennen Sie die Macht des positiven oder negativen Denkens. Ist unsere Zentrale negativ programmiert, dann ist mein Augenkontakt negativ, dann ist meine Gestik negativ, dann ist mein Händedruck negativ und das, was mein Mund sagt, ist negativ. Und ich erzeuge in der Umwelt ein negatives Echo. Ist meine Zentrale aber positiv, dann ist meine Körpersprache positiv, dann ist mein Händedruck positiv, dann ist der Augenkontakt positiv und dann ist das, was mein Mund sagt, positiv und automatisch bekommen wir ein positives Echo. Unsere innere Einstellung drückt sich in unserer körperlichen Ausstrahlung aus. Diese wiederum erzeugt eine Kettenreaktion in unserer Umgebung. Unsere Ausstrahlung beeinflusst zum Beispiel auch die Menschen, die wir brauchen, um unsere Ziele zu erreichen. Unsere innere Einstellung, unser Unterbewusstsein, ist außerdem entscheidend für das, was wir wahrnehmen und vor allem, wie wir es wahrnehmen. Haben Sie sich schon mal gefragt, wie viel von der Welt Sie bewusst und wie viel Sie unbewusst wahrnehmen? Wenn wir es auf eine Strecke umrechnen, auf 5 mm kommen 11 Kilometer Unbewusstes. Wenn also das meiste unbewusst ist, dann heißt das, unser Bewusstsein ist ein minimales kleines Fensterchen. Und wenn Sie jetzt an den Computer denken, dann wird die Sache sehr spannend. Wenn ich am Computer ein Textfenster habe, dann weiß ich ja, dass unendlich viel Text drüber und drunter ist. Und ich scrolle mit meinem Fenster rauf und runter und springe an bestimmte Stellen des Textes. Jetzt nehmen wir mal an, ich habe hier lauter negativen Mist in dem Manuskript. Und hier habe ich lauter positive Sachen. Und hier habe ich, sagen wir mal, neutrale Sachen. Dann hängt es immer davon ab, wo meine 15 mm Bewusstsein gerade drauf gehen. Und das ist dann die Welt. Das ist der Fehler, dass wir sagen, das ist die Welt. Das ist sie nicht. Das ist mein momentaner Millimeter-Ausschnitt Bewusstes von all dem, was unbewusst in mir passiert und ich wahrnehme und so weiter. Wenn ich gelernt habe, zum Beispiel meine Aufmerksamkeit auf meine Fehler zu lenken, dann lebe ich in einer sehr anstrengenden Welt. Ich mache ständig Fehler. Ich muss mich rechtfertigen vor mir, vor anderen. Damit verbrate ich Zeit und Energie. Also habe ich weniger Energie, siehe Energiemodell, für die eigentlichen Dinge, was die Fehlerhäufigkeit erhöhen wird. Wenn ich lerne, mein Bewusstseinsfenster auf die Dinge zu lenken, die ich kann, dann mache ich natürlich weniger Fehler, weil ich mich jetzt auf das Positive konzentriere. Wenn ich also möchte, dass mein Unterbewusstsein positiv programmiert wird, dann muss ich meinem Unterbewusstsein positive Informationen geben. Goethe hat es so schön formuliert, wir sollten am Tag ein schönes Bild sehen, ein gutes Gedicht lesen und ein schönes Musikstück hören. Positive Informationen in uns hineinnehmen. Und je mehr wir in unserem Gedächtnis positive Informationen speichern, umso mehr kann unser Gedächtnis positive Informationen verarbeiten, verrechnen und Input, jeder der einen PC hat, weiß es, gleich Output. Wenn sich mein Input verbessert, wird sich mein Output verbessern. Das, was wir in uns hineinlassen, daran kann ich mitbestimmen, aber nicht an dem, was aus mir herauskommt. Und darum sollten wir Selbstdisziplin üben. Welche Bücher lese ich? Mit welchen Menschen spreche ich? Welche Filme sehe ich mir an? Ich kann hier ganz selektiv umgehen. Ich muss mich nicht permanent mit negativen Dingen umgeben.
Das Unterbewusstsein lässt sich mit einem fruchtbaren Boden vergleichen. Ob Sie Unkraut oder Blumen säen, das bleibt Ihnen überlassen. Beides wird wachsen. Wir entscheiden selbst darüber, welchen Bereich der Wirklichkeit wir in uns hineinlassen. Wir nehmen eben nur bestimmte Dinge wahr. Und genauso ist es mit dem Erfolg. Einfaches Beispiel. Sie haben ein rotes Auto gekauft und plötzlich sehen Sie nur noch rote Autos. Also fokussieren Sie sich auf Erfolg. Glauben Sie an das Beste bei sich und bei anderen. Vergegenwärtigen Sie sich auch die vielen kleinen Erfolge im Leben. Gehen Sie von den günstigsten Umständen aus. Natürlich gibt es immer Gründe, sich selbst oder andere entweder im positiven oder im negativen Licht zu sehen. Nehmen wir mal an, Sie überlegen sich, wie Sie auf andere wirken. Sie werden 1000 Gründe dafür finden, dass Sie attraktiv sind, und genauso viele werden dagegen sprechen. Und jetzt fragen Sie sich, was ist denn objektiv die Wahrheit? Und ich sage Ihnen, es geht nicht darum, was die objektive Wahrheit ist. Was alleine zählt, ist die Sichtweise, die Ihnen innere Kraft gibt. Also, Sie sind attraktiv. Ich habe 26 Bücher geschrieben und sie wurden in 31 Sprachen übersetzt und meine Weltauflage beträgt 16 Millionen. Während ich zum Beispiel ein Buch schreibe, restauriere ich ein Auto. Wenn es einem gelingt, das zusammen in eine gewisse Harmonie zu bringen, dann ist es ein schönes und erfülltes Leben. Das ist schön, solchen Sachen hinterher zu jagen. Das ist mein Luxus, ja, das ist Luxus. Weil es absolut nicht notwendig ist, aber es ist schön. Ich habe einen Grundsatz im Leben: Tue alles, was du tust, gescheit oder lass es. Man muss so selbstbewusst sein, zu sagen, das, was ich jetzt mache, das ist es. Mal ehrlich, wie sind Ihre Gefühle, wenn Sie Menschen sehen, die in Luxus und Reichtum leben? Freuen Sie sich mit ihnen über deren Erfolg oder löst es bei Ihnen Unbehagen oder Neid aus? Wissen Sie, dass solche Haltungen auf unterbewusste Blockaden und Programme zurückzuführen sind und dass diese wiederum unseren eigenen Erfolg oftmals verhindern? Also ich schlage ein Training vor. Und zwar, wenn man zum Beispiel fernsieht oder einen Roman liest, ist egal. Man nehme also Papiere und sage negativ, positiv. Und man stelle sich so einen kleinen Timer auf 5 Minuten. Und immer wenn der klingelt, frage ich mich, was hat mir jetzt gerade eben gefallen und nicht gefallen? Und das liste ich auf, ohne Begründung, einfach nur Stichworte. Und später nehme ich mir diese Listen vor und frage mich, warum? Warum stört mich das? Und der Witz ist der, es geht ja um Programme auch, die wir in der Erziehung bekommen haben, wie man sich verhalten darf, kann, soll oder muss. Dazu gehören auch Wahrnehmungsprogramme. Wenn ich gegen reiche Leute etwas habe, und das merke ich bei so einer Aufstellung zum Beispiel. Und mir fällt dann ein und auf, dass in unserer Familie man, wenn reiche Leute ins Bild kamen, gesagt hat, ja, das sind Ausbeuter und die haben das nur gemacht über die Leichen anderer und so weiter. Dann heißt das, dass ich solchen Menschen negativ begegnen werde. Sollte ich aber selber einer werden wollen, ist die Sache natürlich dramatisch. Weil dann habe ich den Konflikt in mir. Sollte ich den Punkt des Reichtums erlangen, muss ich mich selber verachten. Also wird mein Unterbewusstsein dafür sorgen, dass ich den Punkt nicht erreiche, damit ich mich nicht verachten muss. Diese Anti-Erfolgsprogramme gilt es also zu durchschauen und zu verändern. Aber auch wenn Sie reich werden wollen, sollten Sie sich nicht ausschließlich auf Geld und Reichtum fixieren, wie eine Studie aus den USA zeigt. 62 bis 82 hat man 1500 Leute verfolgt, wie sie sich entwickelt haben, die am Anfang der Zeit als erfolgsorientiert sich ausgewiesen hatten und die waren am Anfang ihrer Karriere gestanden. Und jetzt würde man normalerweise unter 1500 Leuten niemanden erwarten, der sich zum Millionär hocharbeitet. In dieser Gruppe von 1500 waren es aber einige. Wenn Sie mal kurz raten wollen, wie viele Sie meinen, dass in der Gruppe waren, und dann gebe ich Ihnen die Antwort, es waren 101. Das heißt also, die grundsätzliche Erfolgseinstellung ist schon sehr wichtig, wie wir sehen.
Zweitens dürfen wir nicht vergessen, die Leute wurden über 20 Jahre verfolgt. Alle halbe Jahre ein Interview. Das heißt, da war jemand, der sich interessiert hat für mich. Deswegen schlage ich vor, eine Gruppe zu bilden, dass da Leute sind, die sich interessieren gegenseitig. So. Der zweite Aspekt dieser Studie ist unerhört spannend. Man hat sie eingeteilt, hinter den Kulissen, in A- und B-Typen. Die A-Leute haben gesagt, ihr Berufswahl, ihre Jobwahl hängt davon ab, dass sie möglichst viel Kohle machen, weil sie sich die Freiheit erkaufen wollen, mit ihrem Leben das zu machen, was sie machen wollen. Das war ihr Motiv. Starkes Motiv. Die B-Gruppe hat gesagt, nö, also Geld ist nicht so wichtig, ich möchte lieber beruflich das tun, was ich gerne tue, als furchtbar viel Kohle machen. Frage, die 101 Leute, wie verteilen die sich auf die beiden Gruppen? Was würden Sie schätzen, wenn Sie drüber nachdenken würden? Und in welchem Verhältnis? 70-30, 30-40, wie auch immer? Antwort, 100 der Millionäre waren aus der B-Gruppe und nur einer aus der A-Gruppe. Und jetzt kommt der Oberhammer. In der A-Gruppe hatten wir 1245 Menschen und in der B-Gruppe 255. Das heißt, wenn unser Ziel ist, Dinge zu tun, die wir gerne tun, die unsere Fähigkeiten ausbauen, die unserem Typ entsprechen, genetisch und wie auch immer. Und wenn wir zum Beispiel eine Kundenbeziehung aufbauen, unser Hauptziel ist, einen guten Service zu liefern, dann kommt die Kohle von alleine. Wenn Kohle unser Ziel ist, dann kommt sie zwar auch, aber nicht in dem Maße. Wir leben in einer Welt, in der Besitz mit Erfolg gleichgesetzt wird. Ein Mensch, der wenig besitzt, gilt als erfolglos. Aber wie würden Sie Mutter Teresa bezeichnen? Als erfolglos, weil Geld für sie bedeutungslos war? Sicher nicht. Der Erfolg hat eben viele Gesichter. Ein erfolgreicher Mensch konzentriert sich nicht aufs Geld, sondern auf seine Aufgabe. Mein Vater hat früher schon gesagt zu uns Kindern, erst kommen die anderen, dann kommt ihr. Und das hat sich eigentlich sehr, das habe ich eigentlich sehr angenommen. Ich versuche, den tibetischen Flüchtlingen in Indien zu helfen. Ich habe kein Geld, das ich geben kann, ich habe keine Reichtümer und so. Aber ich kann meine Arbeitskraft und diese Gaben, die mir eben mitgegeben wurden, die kann ich einsetzen. Ich kann mir einfach gar kein erfüllteres Leben vorstellen, als das, welches ich jetzt führen darf. Und wenn man die Augen sieht der alten Menschen, auch wenn man dorthin kommt, und sie stehen da und sagen, Amala, gibt es etwas Größeres? Gibt es ein größeres Geschenk? Nein. Da ist alles drin. Stellen Sie sich vor, Sie würden in einer Art Schlaraffenland leben und es gäbe keine Probleme. Sämtliche Wünsche würden Ihnen von den Augen abgelesen werden. Das wäre doch schön, oder? Ich sage Ihnen trotzdem, was passieren würde. Sie würden sich nicht mehr weiterentwickeln, vielleicht sogar verkümmern. Denn wir wachsen nur durch die Probleme, die sich uns immer wieder in den Weg stellen. Positives Denken heißt nicht, Probleme wegzurationalisieren. Es gibt Krebs, es gibt die Arbeitslosigkeit, es gibt den Autounfall. Gerade weil es das Negative gibt, ist das Positive so wichtig. Und darum versuche ich seit 30 Jahren, den Menschen zu helfen, sich in einen Alchemisten zu verwandeln. Im Mittelalter gab es Alchemisten. Und was hat ein Alchemist versucht? Ein Alchemist hat versucht, unedle Metalle in Gold zu verwandeln. Und jetzt stellen Sie sich vor, wir wären psychologische Alchemisten, wir könnten Probleme in Glück verwandeln. Wäre das nicht eine traumhafte Fähigkeit? Wir könnten selbst sterben noch in Glück verwandeln. Und wie gehen wir praktisch vor? Zunächst bekommt jeder Teilnehmer die Aufgabe, bitte schreiben Sie alle Ihre Probleme auf. Probleme zu haben ist kein Zeichen von Schwäche. Probleme zu haben ist kein Zeichen von Minderwertigkeit, sondern Probleme zu haben ist ein Zeichen, dass wir lebende Menschen sind. Jeder von uns hat Probleme. Nur einige kennen ihre Probleme und andere verdrängen sie. Und jetzt brauchen wir das Selbstbewusstsein, damit jeder seine Probleme aufschreibt. Und jetzt beginnt der Alchemist, indem wir auf der anderen Seite
das absolute positive Gegenteil formulieren. Und jetzt können Sie sich ausrechnen, ist der Schritt, wir konzentrieren uns nicht mehr auf die Probleme, sondern auf das positive Gegenteil. Also ein Problem, ich stottere. Was ist das positive Gegenteil? Dass ich frei und sicher sprechen kann. Probleme weisen uns den Weg. Wir müssen ein Meister in der Kunst der Wandlung werden. Wir müssen Probleme in das absolute positive Gegenteil verwandeln. Und jetzt sind Gedanken Kräfte. Jetzt sprechen wir von unseren Zielen. Das positive Denken beginnt in dem Augenblick, in dem wir uns weigern, über das Negative zu sprechen. Eine einfache Übung. Nennen Sie ein Problem einfach Herausforderung. Oder formulieren Sie es so: Es gibt keine Probleme, es gibt nur Lösungen. Und Sie werden sich wundern, wie viel einfacher es sich mit Problemen im Alltag umgehen lässt. Und tauchen wirklich Widerstände auf, die Sie umwerfen könnten, dann empfehle ich Ihnen ein Bild aus einer asiatischen Kampfsportart, dem Aikido, der Kunst des Ausweichens, Steuerns und Loslassens. Unsere Strategie gegenüber einem Angreifer ist es, sich ihm frontal entgegenzustellen. Das ist nicht intelligent. Wenn der Angreifer stärker ist, so wirft er uns um. Genauso ist es im Leben, wenn plötzlich ein Problem auftaucht. Die Strategie im Aikido ist eine andere. Der Verteidiger weicht aus, nimmt die Blickrichtung des Angreifers ein. Analog zum Leben, das Problem greift an. Weiche aus, indem du einen kleinen Schritt zur Seite machst. Dann geht die Stoßrichtung des Problems nicht mehr voll auf dich. Dreh dich um und nimm die Blickrichtung des Problems ein. Dann kannst du es steuern. Und wenn der Gegner fällt, lass ihn los, sonst reißt er dich mit in die Tiefe. Das Grundprinzip? Benutze die Energie des Problems zur Abwehr desselben. Nicht gegen das Problem stellen, sondern das Problem annehmen, steuern und loslassen. Es ist also wichtig, sich einem Widerstand nicht einfach stur in den Weg zu stellen. Wechseln Sie Blickrichtung und Standpunkt. Plötzlich tauchen Lösungen da auf, wo Sie nie welche vermutet haben. Sie wissen ja, mit dem richtigen Schlüssel können Sie jede Tür öffnen. Also, betrachten Sie Hindernisse als Herausforderung an Ihre Kreativität. Es gibt Seminare zur Steigerung der Kreativität, okay. Aber wenn ich verliebt bin, dann stellt sich Kreativität automatisch ein. Wenn ich in eine Frau verliebt bin, wenn ich in meinen Beruf verliebt bin, arbeitet der kreative Teil meines Unterbewusstseins und ich finde tausende von Möglichkeiten, einem Objekt näher zu kommen. Aber wenn ich einen Menschen nicht liebe, wenn ich einen Menschen vielleicht sogar hasse, dann nützt mir Kreativität überhaupt nicht, sondern die Quelle versiegt. Kreativität ist immer gekoppelt mit Liebe. Und Liebe ist positives Denken in Reinkultur. Und wenn ich wirklich verliebt bin, ob das in einen Beruf ist, ob das in eine Aufgabe ist, dann finde ich tausende von Möglichkeiten, diesem Ziel Tag für Tag einen Schritt näher zu kommen. Schauen Sie sich einen Schwan auf einem Schlossdeich an. Alles stimmt, Schönheit, Grazie, Ruhe, Harmonie, Romantik. Aber haben Sie schon mal gesehen, wie hässlich der Schwan ist, wenn er auf der Wiese latscht? Dann ist von seiner Schönheit nichts mehr zu sehen. Aber in dem Augenblick, in dem der Schwan wieder in seinem Element ist, stellt sich alles Positive automatisch an. Und das ist vielleicht der wichtigste Dreh- und Angelpunkt, überhaupt herauszufinden, was ist mein Element? Denken ist ein bioelektrischer Prozess. Unser Gehirn produziert Wellen. Und die kann man heute im EEG, im Elektroenzephalogramm, messen. Und unser Gehirn produziert von 0 bis optimal 35 Hertz. 0, das wissen wir heute, ist die Todesgrenze. 7 ist die Schlafgrenze. 35 ist die Obergrenze. Und die meisten Menschen befinden sich im Verlauf des Tages im Beta-Zustand. Und im Beta-Zustand produziert das Gehirn von 15 bis 35 Hertz. Also je nervöser wir sind, je hektischer wir sind, je gestresster wir sind, umso mehr sind wir im Beta-Zustand.
Heute wissen wir, das Gehirn des Menschen arbeitet am besten, ist am leistungsfähigsten im Alpha-Zustand. Und im Alpha-Zustand produziert das Gehirn von 7 bis 14 Hertz. Also müsste ein erfolgreicher Mensch lernen, erstens, sich überhaupt noch zu entspannen. Was heißt entspannen nun wissenschaftlich betrachtet? Von Beta in den wohltuenden Alpha-Zustand einzutauchen. Erste Kunst. Die zweite Kunst, wir sollten möglichst viele Stunden im Verlauf des Tages uns in Alpha befinden. Denn in Alpha ist das Gehirn am lernfähigsten, am reaktionsfähigsten und wir können im Alpha-Zustand uns am leichtesten von unseren Fehlern, von unseren Schwächen oder von unseren falschen, negativen Programmen lösen. Oder positiver ausgedrückt, in Alpha hätten wir die größte und die wirkungsvollste Chance, uns positiv zu programmieren, uns auf eine positive, gesunde, erfolgreiche und glückliche Zukunft vorzubereiten. Jetzt wissen Sie, warum diese Sendung Alpha heißt. Entspannung ist ein angenehmer Zustand, in dem wir uns gut konzentrieren und leicht lernen können. Ein Zustand, in dem uns die guten Ideen nur so zufliegen und den Sie zum Beispiel durch Meditation, durch autogenes Training oder das Hören einer Mozart-Symphonie erreichen können. Schreiben Sie morgens beim Aufwachen Ihre Ideen für den Tag auf. Auch im Halbschlaf sind Sie im Alpha-Zustand, der in Ihnen ungeahnte Energie und Klarheit freisetzen wird. Im Verlauf der Sendung werden wir noch darauf eingehen, wie man auch im Alltag ganz entspannt bei sich und dennoch aktiv sein kann. Zunächst aber wird uns ein buddhistischer Meditationslehrer sagen, was für ihn Erfolg ist. Der selbstständige Industriekaufmann Amoghavarya Karl Schmid beschäftigt sich seit über 20 Jahren mit der Lehre des Buddha. Er arbeitet als Meditationslehrer, hält Vorträge und ist deutscher Botschafter seines Meisters Thich Nhat Hanh. In dem Moment, wo ich mich fixiere auf bestimmte Erfolge, die ich haben muss und dass mein Glück sozusagen davon abhängt, wird es sehr eng. Ich bin heute der Überzeugung, dass Vermögen, Einfluss, auch Macht, gute Möglichkeiten durchaus nichts Negatives sind. Aber daran festzuhalten, es um jeden Preis zu mehren und dies oft zu Lasten anderer, seines Menschen, seines Tiere, seines Pflanzen, Mineralien, alle Ressourcen, das ist etwas, das ich heute nicht mehr als eine Lösung ansehe, um selber persönlich erfolgreich zu sein. Und es kommt noch eins hinzu. Wenn wir tiefer hinschauen und dieses Ego, dieses Ich ein wenig durchlöchern, in der Erkenntnis dessen, dass alles mit allem verbunden ist und dass wir eine ganz tiefe Vernetzung haben von allem, was existiert, dann wird mein Ich auch durchlässiger und dann weiß ich, dass wenn ich glücklich bin, dies auch Auswirkungen auf meine Mitwelt hat. Erfolg zu haben kann also auch heißen, Zufriedenheit zu erreichen und die eigene Mitte zu finden. Und da passiert Erstaunliches. Wo dieser Zustand erreicht ist, dehnt sich der Geist bis an die Grenzen des Kosmos aus und ist in der Lage, alles aufzunehmen und alles auszudrücken, was wirklich wichtig ist. Und das Wichtigste im Leben ist die Fähigkeit des Menschen, zu sich selbst zu gelangen. Eine Methode auf diesem Weg ist die Atmung. Im Gehirn ist das Atemzentrum mit dem Herzzentrum gekoppelt. In dem Moment, wo Sie die Atmung verlangsamen, verlangsamt sich auch das Herz. Und Sie werden automatisch ruhig und harmonisch. In allen Meditationssystemen ist der Atem das Tor zur Seele. Und so haben wir die Möglichkeit, den inneren Menschen zu öffnen. Das stärkste Kontaktorgan ist die Lunge. Wenn Sie die Lungenbläschen aufschneiden würden und aneinander legen würden, dann wäre die Lunge so groß wie ein Flughafen. Die Lunge ist der Ort, an dem die Außenwelt in die Innenwelt gelangt. Nach meiner Erfahrung ist dieses Reichtum des Lebens nur
im Hier und Jetzt zu entdecken. Dieses Hier und Jetzt, ganz da zu sein, präsent zu sein, da dient mir als Brücke zwischen meinem Geist und meiner körperlichen Präsenz der Atem, der immer verfügbar ist. Und wenn ich bewusst ein- und ausatme, und ich weiß, dass ich einatme, ich weiß, dass ich ausatme, ich bin im Hier, ich bin im Jetzt, ich bin angekommen, ich bin zu Hause, ich bin stabil und frei von dem, was war und sein wird. Und dieses Zuhause-Sein beendet das Hasten und Rennen. Es beendet den Wunsch, ständig etwas zu erwerben, weil einem noch was fehlt, sondern es stärkt die Überzeugung und die Erfahrung, dass ich alles schon habe, was ich brauche, dass ich es aber freisetzen muss. Und es ist ein Unterschied, ob ich etwas erwerben muss oder ob ich es freisetze, weil es schon in mir ist. Und das zu entdecken, ist etwas Wunderbares. Und dieses Ich bin zu Hause bedeutet für mich, ich habe mein eigenes Zuhause. Ich bin gut bei mir selbst. Und in diesem Zuhause fühle ich mich wohl nach einiger Zeit des Trainings und der Übung. Und ich kann in jeder Situation, ob in Besprechungen, Konferenzen, ob in der Familie, in der Gesellschaft oder im Beruf, ganz kurze Zeit zu meinem Atem und gleichzeitig zu mir nach Hause gehen. Atmen Sie schon tiefer und entspannter? Zufriedenheit bekommt man nicht automatisch durch Geld, Autos, Häuser. Solche Erfolgsziele sind okay, aber sie können uns auf Dauer nicht zufrieden machen. Es gibt immer noch größere Häuser, noch schönere Autos, noch größere Nervenkitzel. Aber das sind eben materielle, körperliche Kicks. Und ein Kick hat es an sich, dass er immer eine Steigerung braucht. In dem Moment, in dem er vorbei ist, ist er schon kein Kick mehr. Zufriedenheit aber bekommen Sie nur durch eines, durch Zufriedenheit. Alles, was ich tue, wenn ich es wirklich mit der rechten Motivation und ganz dabei bin und auf diese Weise schöpferisch tätig bin, und es kann das Hofkehren sein, also alles, Geschirr waschen, was auch immer, Baby wickeln, kann eine wertvolle Arbeit sein, wenn ich ganz dabei bin. Im Hier und im Jetzt. Diese Präsenz in der Gegenwart zu sein und damit ständig in Kontakt mit dem eigenen Leben, was ich nicht bin, wenn ich ins Vergangene oder ins Zukünftige abdrifte, immer wieder mich zurückhole über den Atem in die Gegenwart, das ist der entscheidende Punkt. Und dann bin ich da und bin ganz präsent. Und ich bin im Jetzt, nämlich da, wo ich wirklich bin und nicht gedanklich irgendwo anders, und Körper und Bewusstsein sind ständig getrennt und zerrissen. Bis hin zur Situation, wo noch Leute stolz drauf sind, ich war es auch einmal, zu frühstücken, mit Kaffee trinken, Zeitung dabei, Radio hören und mit der Frau unterhalten. Wenn das dann alles zusammenkommt, sind sie stolz, was sie gleichzeitig alles machen können. Dabei sind sie die zerrissensten Menschen, die es gibt, und sind nicht wirklich da. Entscheiden Sie sich, ob Sie erfolgreich sein wollen und auf welchem Gebiet. Und dann verfolgen Sie Ihre Ziele mit Begeisterung und Hingabe. Die meisten von uns sitzen im Bremserhäuschen und benutzen ihre Kraft, um sich und andere zu bremsen. Aber mit der gleichen Kraft, mit der man bremst, kann man auch Gas geben. Also, seien Sie mutig und lassen Sie sich nicht abschrecken durch scheinbare Hindernisse, die meist vor allem in Ihrem Kopf sind. Glauben Sie an Ihren Erfolg und machen Sie sich ein konkretes Bild davon. Suchen Sie sich Sichtweisen, die Sie auf Ihrem Weg kraftvoll unterstützen. Vertrauen Sie sich selbst und vor allem vertrauen Sie sich dem Leben an. Das Leben ist wie eine Wildwasserfahrt. Wer mit dem Kopf ein Ziel 50 Meter weiter vorne anvisiert und dieses starr verfolgt, hat kaum eine Chance, es unversehrt zu erreichen. Der Kopf zieht ihn in die eine Richtung, der Fluss aber in die andere. Das Boot wird kippen oder an einem Hindernis zerschellen. Man muss sich dem Fluss anvertrauen, wie dem Leben. Mit dem Fluss gehen, den Fluss reiten. Und das kann ich nicht 10 Meter vor mir oder 5 Meter hinter mir, sondern nur hier und jetzt, da, wo ich gerade bin. Denn der Fluss ist weise wie das Leben. Er sucht sich immer den besten Lauf. Wenn ich mich dem Fluss, dem Leben, anvertraue, nicht krampfhaft an einem starren Weg festhalte, wird er mich an die richtigen Orte führen.
Viele interessante Ideen und Konzepte haben wir kennengelernt. Jetzt geht es darum, die auch noch mal ein bisschen mit Leben zu erfüllen, nämlich mit Ihren Fragen. Die Telefonleitungen sind geschaltet, die Faxleitung ist offen. Wir freuen uns auf Ihre Fragen und Anmerkungen zum Thema. Und ich freue mich sehr, Vera F. Birkenbiel bei uns im Studio wieder begrüßen zu dürfen, die die Fragen der Zuschauer beantworten wird. Ich schlage vor, Frau Birkenbiel, wir fangen gleich an. Gerne. Ich habe nämlich schon auf dem Monitor die erste Frage von Frau Becker aus Berlin. Positives Denken, sagt Frau Becker, ist ja gut und schön, aber was mache ich mit all den negativen Dingen? Ich kann sie doch nicht einfach wegdrängen. Okay, denken Sie an einen Pooltisch. Die Billardbälle, die Poolbälle sind ja 15 in verschiedenen Farben. Mhm. Da gibt es einen schwarzen Ball, das ist die berühmte Nummer 8. Und die steht jetzt, sagen wir mal, für ein Problem. Und die anderen Bälle sind gelb und orange und rot und so weiter. Ich kann natürlich wie das Kaninchen auf die Schlange auf den 8. Ball starren. Dann wird der immer größer. Dann füllt er mein ganzes Bewusstsein aus. Dann sehe ich die anderen gar nicht mehr. Ich kann aber auch sagen, hier ist ein Problem. Okay, einverstanden. Aber was gibt es noch in meinem Leben? Mhm. Und dann meine Aufmerksamkeit wieder auf etwas anderes verlagern. Denn es gibt nie nur Probleme. Mhm. Also es ist wieder die Frage des Fokussierens, ganz also genau. Worauf richte ganz genau. Ich meine Aufmerksamkeit. Ganz genau. Herr Enkelmann hat ja gesagt, wir sollen ja die negativen Dinge nicht wegdrücken wollen, das ist ja nicht das Thema. Aber wir können uns entscheiden, ob wir laufend darüber nachdenken und darüber reden wollen, manche Leute reden ja dann mit allen darüber, oder ob wir unsere Aufmerksamkeit auf andere Aspekte verlagern, die auch da sind. Mhm. Herr Köstler aus Nürnberg hat uns angerufen und seine Frage lautet, ich bin seit 2 Jahren arbeitslos und keiner gibt mir eine Chance. Wie soll ich da erfolgreich werden? Ja, ich meine, wenn ich mich ins Zentrum des Universums stelle und sage, ich warte jetzt, dass von irgendeiner Richtung etwas auf mich zukommt, dann warte ich auf Glück. Da kann ich auch Lotto spielen. Wenn ich Glück habe, gewinne ich. Wenn ich aber sage, Arbeitslosigkeit ist der Job, den ich derzeit habe, und ich beweise in der Art und Weise, wie ich damit umgehe, zum Beispiel, indem ich recherchiere. Viele Leute bewerben sich bei Firmen, von denen sie gar nichts wissen und konzentrieren sich nur darauf, was sie wollen, nämlich einen Job und so viel Einkommen und so weiter. Von der Firma wissen sie gar nichts. Wenn ich mich also umtue, was machen die? Warum könnte ich für diese Leute gut sein? Dann habe ich eine Chance, denen das auch klar zu machen. Aber wenn ich gar nicht weiß, was ich denen eigentlich bieten kann und erwarte nur, dass die Welt mir etwas gibt, dann muss ich Glück haben. Das heißt, habe ich Sie richtig verstanden, es geht da also auch nochmal um das Thema, seine eigenen Fähigkeiten, das, worin man wirklich gut ist, nochmal für sich selber rauszufinden. Ja, und abzustimmen mit der Firma, für die ich mich interessiere. Also zum Beispiel, es bewerben sich bei uns regelmäßig Leute, die überhaupt nicht wissen, was wir machen. Mhm. Okay, die haben uns aus den gelben Seiten rausgeholt, sehen da Institut, denken, das ist wahrscheinlich so eine Research-Angelegenheit, da kann ich doch einen Bürojob kriegen. Mhm. Die schulden mir quasi was und bewerben sich bei uns und wissen überhaupt nicht, wer wir sind. Das ist kein guter Einstieg. Eben. Herr Kersten aus Neukirchen hat die Frage, wie erkenne ich meine persönlichen Probleme, damit ich sie dann umkehren kann? Also zum einen sagen die Amerikaner, don't repair it unless it's broken. Also reparieren nicht rum, wenn es nicht kaputt ist. Das heißt, Probleme, die kaputt sind, die mich stören, die Störfaktoren sind, die bemerke ich. Da brauche ich im Grunde keine Hilfe. Mhm. Darüber hinaus kann ich durch Gespräche mit Gleichgesinnten feststellen, wo ich schon gut bin und wo ich vielleicht besser werden könnte, falls ich etwas zu bequem bin, manche potenziellen Probleme zu erkennen. Und Gleichgesinnte kann man finden, falls man meint, man hat keine, da rate ich immer, Volkshochschule oder ähnliche Einrichtungen, nach dem Motto, wenn der Referent gut ist, ist das Sahne auf dem Kuchen, aber ich gehe dahin, weil da sitzen Gleichgesinnte, die wohnen in meiner Nähe und da lernt man solche Leute kennen und könnte sich dann einmal in der Woche treffen, gegenseitig coachen und dann eben auch Progress besprechen. Wenn man an einem Problem arbeitet, ist es besser geworden, was meinen die anderen. Aber die Hauptprobleme erkennt man zwangsläufig, weil sie eben problematische Situationen heraufbeschwören. Mhm. Zum Beispiel, ich neige manchmal dazu, Leute ein bisschen in die Pfanne zu hauen, wenn ich so im Reptiliengehirn bin. Das ist ein Problem. Das habe ich die ersten Jahre immer weggedrückt, weil ich das nicht wahrhaben wollte. Das habe ich dann durch andere erfahren, mich der Situation gestellt und jetzt hilft es mir sehr, wenn Leute, die mich kennen, sagen, das ist heute schon viel weniger und viel weniger akut, wenn es passiert, als sagen wir mal noch vor 15 Jahren. Mhm. Also da können andere uns sehr helfen. Mhm. Frau Scholl hat uns ein Fax geschickt und sagt, sie unterrichtet Menschen, die sehr desinteressiert und undiszipliniert sind und sie möchte an diesem Desaster etwas ändern und bittet um ihren Rat.
Jetzt weiß ich nicht, ob sie jugendliche Kinder oder Erwachsene unterrichtet. Ein bisschen hat schon sehr mit dem Sender zu tun, ob die Sache interessant wird oder nicht. Und wenn ich also nur so meine Informationen abspule, vielleicht weil ich einen Lehrplan habe, dem ich folgen muss oder so ähnlich, dann ist die Gefahr des Desinteresse durchaus gegeben. Und wenn die jetzt kommen müssen, weil Schulzwang besteht, dann habe ich eben nicht die Wahl wie beim Volkshochschulkurs, wo die Leute kommen, weil sie Interesse haben. Aber wenn wir mehr Gruppenarbeit machen, wenn wir ein Thema in den Raum werfen und sagen, was fällt euch zu dem Thema ein, und lassen die 5 Minuten in kleinen Gruppen reden, dann hängen die am Thema dran. Und dann sind sie wesentlich interessierter an Input, den ich jetzt dazu gebe, als wenn ich gleich sage, alle mal herhören, jetzt sage ich euch, was als nächstes kommt. Also mehr Gruppenarbeit, 5 Minuten, 3 Minuten, 5 Minuten, und die sind am Thema und sind dann offen für das, was kommt. Und dann wird sich auch das Problem mit der Disziplin von alleine regeln? Natürlich, weil wenn Sie jetzt selber Gedanken haben, die weiterentwickelt werden, dann haben Sie Interesse daran und dann geben Sie auch wesentlich mehr Ruhe, eindeutig. Was halten Sie von dem alten Autoritätsprinzip? Nicht mehr, nicht mehr. Das hat noch nie funktioniert in der Erziehung. Bloß dadurch, dass die Menschen jetzt mit CD-ROMs und anderen Möglichkeiten vertraut werden und sehen, wie interessant langweilige Info gemacht werden kann, sind sie nicht mehr bereit, das hinzunehmen. Herr Schmidt hat uns eine E-Mail geschickt. Darin steht, dass er unmittelbar vor einem beruflichen Vorstellungsgespräch ist und möchte sich über die Vorbereitung auf dieses Gespräch bei Ihnen kundig machen. Was raten Sie ihm? 2 Dinge. Erstens, er soll das Gespräch in seiner Vorstellung öfter durchspielen, also quasi ein Rollenspiel mit sich selber machen in seinem Geist. Er soll sich vorstellen, was die möglicherweise sagen oder fragen könnten und was er antworten wird. Zweitens soll er auf einem Blatt Papier festhalten, was er ihnen bieten kann. Welche seiner Stärken, welche seiner Bereitschaften, die er mitbringt, sind für diese Firma günstig in der Position, die er anstrebt. Und wenn er das abwechselnd mehrere Male macht, also angenommen, er würde in 3, 4 Tagen hingehen, dann kann er das 15 Mal durchlaufen. Wenn das morgen schon wäre, kann er heute den Rest des Abends damit zubringen und dann die letzte halbe Stunde vor dem Einschlafen nicht mehr daran denken. Das muss jetzt sacken ins Unterbewusste und dann morgen hingehen. Dann den Rest des Abends möglichst in den Alpha-Zustand. Ja, oder ein bisschen entspannende Musik hören. Also nicht unbedingt einen Krimi sehen. Ein Spielfilm könnte es noch sein, aber kein Krimi. Frau Lechner aus Regensburg sagt, es hilft mir schon, wenn ich meinen Ärger anderen erzählen kann. Was halten Sie davon? Gar nichts. Also das ist ein ganz wichtiger Punkt. Wir neigen dazu zu glauben, es würde uns erleichtern, wenn wir es jemand erzählen. Das ist also halb richtig. Wir sagen zum Beispiel, geteiltes Leid ist halbes Leid, und das ist ganz richtig. Aber geteilter Ärger ist immer mindestens doppelter Ärger. Nehmen wir mal an, es hat jemand zu mir was Böses gesagt und das hat mich geärgert und das hat mich stresshormonmäßig, also als Denkbild, 5 Tropfen Kampfhormone gekostet. Jetzt erzähle ich Ihnen das, dann rege ich mich von vorne auf, produziere wieder Kampfhormone, jetzt sind wir schon bei, sagen wir mal, 10 Tropfen Kampfhormonen. Da Sie aber Mitleid empfinden müssen mit mir, sonst macht es ja keinen Spaß, Ihnen das zu erzählen, müssen Sie, arme Schwein, auch noch Kampfhormone produzieren, jetzt haben wir schon 15 Tropfen und ich habe es erst einmal erzählt. Jetzt erzähle ich es dem und dem und dem und dem und jedes Mal passiert das. Der Grund, warum wir glauben, es würde uns erleichtern, wenn ich das kurz ausführen darf, das ist nämlich ganz wichtig, ist, wenn wir es in Worte fassen, dass wir sagen, es erleichtert uns. Und das ist richtig, weil Sprache nämlich zwei Funktionen hat. Die Kommunikation ist die eine und an die denken wir immer. A erzählt B irgendwas. Jetzt hat Wolf Schneider aber herausgearbeitet, dass das in Worte fassen, damit wir es fassen können, ein ganz wichtiger Aspekt ist. Er sagt, Haltestelle, Bus, 2 Menschen. Es ist sehr kalt, jeder hat die Hände in den Taschen, dann sagt der eine zum anderen, kalt, heute was, sagt der andere genau und jetzt sind sie beide erleichtert. Sie wussten es beide. Das heißt, Realität wird für uns real, wenn sie in Worte gefasst wird. Wenn ich also jetzt eine Ärgersituation habe, dann kann ich, statt es zu erzählen, kann ich es aufschreiben. Dann habe ich es in Worte gefasst und der Druck ist raus. Und zu dem Erzählen würde ich gerne noch was anfügen, weil das so wichtig ist. Stellen Sie sich vor, zu der Zeit, als es keine Feuerzeuge, Streichhölzer gab, im Altertum, ganz alt, hat man ja Feuer gemacht mit Stäbchen und so weiter.
Wenn eine Person das gemacht hat, hat sie 20 Minuten gebraucht. Ja, da ihr Stäbchen gerollt, bis die ersten kleinen Fahnen kamen, bis man dann Feuer draus machen konnte. Wenn die zu zweit waren, kooperativ, ging das in 5 Minuten. Das heißt, der eine hat da sein Stäbchen gerollt und als die allerersten Fähnchen kommen, hat der andere vorsichtig geblasen. Das ist eine Analogie, eine Metapher. Wenn ich sauer bin, kann ich mich 20 Minuten hinsetzen, bis mein Ärger zur Weißglut gekommen ist und habe Feuer gemacht. Aber das habe ich gemacht. Und wenn ich zu zweit bin, dann geht das in 5 Minuten, weil der andere sagt, ja, was bildet der sich ein, der hat ja was angetan, brennt das Feuer natürlich lichterloh. Und später kann ich gar nicht mehr begreifen, dass das nie ein Feuer geworden wäre, wenn ich nicht kräftig mitgeholfen hätte. Und das passiert bei der Rumerzählerei. Und darum bin ich dagegen. Und wenn wir es einmal schriftlich formulieren, dann haben wir es in Worte gefasst, dann können wir es fassen, dann haben wir es im Griff und jetzt können wir es loslassen. Mhm. Frau Gradke hat uns per Fax geschrieben, was kann ich tun, um mir Zähigkeit, Beständigkeit und Durchhaltevermögen anzueignen? Also ich glaube, dass die Frau Gradke keine Probleme hat, wenn sie etwas wirklich will. Also nehmen wir an, Sie gehen gerne auf Hochzeiten, Sie sind zu einer eingeladen, haben Sie null Problem, sich anzuziehen, dahin zu fahren, dort zu feiern und so weiter. Müssen Sie kein Durchhaltevermögen haben, gar nichts. Wenn Sie aber pro forma hingehen, weil Sie eingeladen wurden, das sind Kunden von Ihnen, Sie fühlen sich verpflichtet, Sie sind aber nicht glücklich dabei, dann müssen Sie sich zwingen. Das heißt, sie soll A, überprüfen, wie viele Ziele sie anstrebt, zu denen sie sich zwingen muss, beziehungsweise ob sie die nicht durch Ziele ersetzen kann, die sie gerne anstrebt. Und die wenigen, die übrig bleiben, die ich trotzdem mache, obwohl ich mich zwinge, wenn ich mir dann sage, warum zwinge ich mich? Zum Beispiel, weil mir die Leute was bedeuten, die heute heiraten. Und dann sage ich, ich konzentriere mich jetzt voll auf diese Leute. Denen bereitet es Freude, dass ich da bin. Dann kann ich auch nicht mehr leiden, wenn ich sage, meine Aufgabe besteht darin, den beiden Freude zu bereiten. Und dann kommt das Durchhaltevermögen von alleine. Eine Frage der Motivation. Natürlich. Herr Neubert aus Offenbach, ich muss öfters spontan Reden halten und habe große Angst davor. Was kann ich dagegen tun? Also erstens soll er sich klar machen, eine Studie in Amerika hat gezeigt, dass die Leute mehr Angst haben, eine Rede zu halten, als zu sterben. Das heißt, die Angst ist weit verbreitet und jeder, der da sitzt, sagt, das arme Schwein, Gott sei Dank stehe ich nicht da vorne. Punkt 1. Also die meisten wissen das zu schätzen, wenn es sich einer traut. Zweitens, wenn er was zu sagen hat, wenn er den Menschen was zu geben hat, dann braucht er sich keine Sorgen machen, ob er mal sagt oder weiß ich, was da an Problemen auftauchen kann. Das nimmt keiner wahr. Wenn er nichts zu sagen hat, soll er es bleiben lassen. Und wenn er eine Message hat und den Menschen echt was geben will, dann kommt das rüber, nämlich von Bauch zu Bauch. Und dann wird er unterstützt und getragen von der Gruppe. Noch ein kleiner Trick für den Anfang. Wenn wir nervös sind, neigen wir dazu, zu flach zu atmen. Dann haben wir zu wenig Sauerstoff, auch nicht fürs Gehirn. Dass er in dem Moment, wo er vor der Gruppe steht, erstmal kurz Augenkontakt macht, die Augen etwas schweifen lässt und richtig schön ruhig 2, 3 Atemzüge nimmt, damit er Luft hat. Und sich vorstellt, dass das Macht ist, die er jetzt bekommt, Stärke, die er bekommt. Und wenn er ein bisschen Lampenfieber hat am Anfang, ist völlig okay, das haben die größten Stars auch. Das geht nach 1, 2 Minuten weg. Aber diese Spannung braucht er, denn sie zeigt, dass es ihm wichtig ist, was die Leute haben davon. Wenn die Leute mir egal sind, habe ich kein Lampenfieber. Ist also ein positives Zeichen und kann positiv genutzt werden. Herr Schäfer, auch aus Berlin. Wir haben viele Zuschauer in Berlin. Herr Schäfer aus Berlin sagt, wie finde ich ein neues berufliches Ziel, wenn das alte sich nicht bewährt hat? Er soll rauskriegen, warum das alte sich nicht bewährt hat. Wie kriegt man sowas raus? Das ist eine ganz interessante Technik. Wir stellen uns eine Frage, zum Beispiel 20 Mal hintereinander. Immer dieselbe? Genau, man kann also ein Tonbandgerät nehmen und kann drauf sprechen. Was will ich? Was will ich nicht? Immer mit einer kleinen Pause. Was will ich nicht? So circa 10 Minuten lang. Und dann setze ich mich vor das Band und beantworte die Frage jedes Mal. Ich kann das auch mit dem Partner machen, wenn der wirklich nach der Uhr ganz stur die Fragen stellt, unabhängig davon, ob ich verbissen schweige oder jetzt sage, hör auf mit dem Schmarrn, muss die nächste Frage kommen. Und die ersten paar Male wiederholt man sich dann, dann sagt man, ja, mir fällt nichts ein, hatten wir ja schon und so weiter. Und nach einer Weile kommen dann die wirklich wichtigen Antworten aus dem Inneren heraus. Und er muss rauskriegen, was er will und was er nicht will. Und manchmal ist es leichter, zuerst zu identifizieren, was er nicht will. Nehmen wir mal an, er hat viel Kundenkontakt.
Kontakt und er fühlt sich aber nicht wohl, mit fremden Leuten sprechen zu müssen. Dann würde er wissen, meine neue Position muss nicht diesen Kundenkontakt haben. Ich sitze lieber am Computer und arbeite vor mich hin oder umgekehrt. Er hat gar keinen Kontakt und leidet vielleicht deswegen. Und erst wenn er weiß, was ihn stört, kann er sein positives Ziel formulieren und dann eine andere Position, vielleicht sogar in derselben Firma finden. Das heißt, man muss aber auch wirklich sehr ehrlich mit sich sein und das ist ja eine schwere Übung. Ne? Nein, es ist vielleicht die ersten 2-3 Male schwer, wenn man es macht, aber das sind ja Übungen, die man regelmäßig immer wieder macht. Und wenn man anfängt, sich selbst gegenüber zu öffnen, das wartet ja nur, dass es heraus darf. Und in dem Maße, in dem ich mich den Dingen stelle und mit ihnen arbeite, so wie in der Aikido-Übung, mit ihnen statt gegen sie, sind diese Drücke weg, die mich ja jetzt bedrücken, auch wenn ich sie nicht wahrhaben will, drücken sie ja. Frau Walter aus Niedereichbach, welche anderen Methoden außer positiv zu denken, welche anderen Methoden können die Persönlichkeitsarbeit, können in die Persönlichkeitsarbeit einbezogen werden? Ja, da gibt es einige sehr schöne Methoden. Wenn man kleinere Widerstände hat, die einen ja ganz schön nerven können. Zum Beispiel, ich fahre mit meinem Büromobil auf der Autobahn, bin hinter einem Laster, der fährt 40, geht zu dem Berg rauf, ich könnte 60 fahren und niemand lässt mich in die linke Bahn. Kann ich mich totblinken, ja? Weil keiner den großen Wagen rauslässt. So, jetzt kann ich natürlich immer verbissener werden und Stress produzieren und so weiter. Und das wirkt dann hinterher noch 10 Minuten nach. Ich kann aber auch sagen, ich stelle jetzt um. Und was ich dann ganz bewusst mache, ich wünsche all diesen Leuten, die mich nicht rausgelassen haben, die an mir vorbeifahren, wünsche ich ganz bewusst und ehrlich, das ist ganz wichtig, Gesundheit und ein langes Leben. Nach einer halben Minute fühle ich mich wesentlich besser. Spätestens nach einer Dreiviertelminute lässt mich jemand raus. Auch sehr interessant. Und ich fahre wesentlich fröhlicher weiter. Und diese Energie habe ich nicht in Ärger investiert. Also zum Beispiel anderen Positives wünschen. Menschen Erfolge wünschen, sich über Erfolge anderer freuen, selbst Menschen, die ich gar nicht kenne, weil ich mich dadurch auf Erfolg ausrichte. Und anderen zu Erfolgen verhelfen, das hat auch Egli mal gesagt. Wenn wir anderen zu Erfolgen verhelfen, was wir sehen, ernten wir. Das sind so kleine Strategien, die sehr viel bringen. Und die Dankbarkeit, haben wir schon mal erwähnt in einer der Sendungen. Wir könnten für so vieles dankbar sein. Millionen von Menschen beneiden uns um die Dinge, die wir für selbstverständlich halten. So mehrmals am Tag innehalten, 10 Sekunden lang und sagen, wofür kann ich im Moment dankbar sein? Hebt die Stimmung, stärkt das Immunsystem, ist einfach phänomenal. Leider kommen wir schon zur letzten Frage, Frau Birkengiel. Frau Nöbel aus Erding, ich habe einmal von einem Erfolgsjournal gehört und dass man das führen soll. Was ist das und was halten Sie davon? Ich halte sehr viel davon. Wenn Sie einen erfolgreichen Wissenschaftler nehmen, der führt auch ein Journal. Ich muss einfach wissen, was los ist in meinem Leben. Und ich rate den Menschen, 2 Dinge in das Erfolgsjournal hineinzunehmen. Wenn das die Seite ist, das kann ein Ringbuch sein oder so ein gebundenes Buch, wo man reinschreibt, teilen Sie die Seiten 1/3, 2/3. Und oben müssen Sie mindestens 5 positive Dinge jeden Tag eintragen. Dinge, die Ihnen gefallen haben, die Ihnen gelungen sind, die angenehm war, war jemand nett zu Ihnen oder was auch immer. 5 positive Dinge jeden Tag. Und wenn die ersten Wochen sitzen Sie abends auf der Bettkante und kauen am Bleistift, weil Ihnen keine 5 einfallen. Nach ein paar Wochen geht das ganz flott. Und hier unten tragen Sie jeden Tag ein, was habe ich heute gelernt? Und sollten Sie heute aus keinem Fehler eine Lehre gezogen haben oder nichts gelernt haben, dann lesen Sie einen kleinen Beitrag in der Enzyklopädie, damit Sie heute etwas gelernt haben und tragen das ein. Kein Tag ohne Lernen. Das ist die einfachste Art von Erfolgsjournal, bringt wahnsinnig viel. Ich möchte mich ganz herzlich bei Ihnen bedanken, Frau Birkengiel. Ich möchte mich auch bei Ihnen bedanken für das Geschenk, das Sie uns und unseren Zuschauern mitgebracht haben, nämlich diese Broschüre 27 Erfolgstipps von Vera F. Birkengiel, verlegt bei Birkengiel Media. Und diese Broschüre ist kostenlos für Sie zu haben über die Alpha-Redaktion, wenn Sie uns schreiben. Wir schicken Ihnen auch gerne ein paar mehr Exemplare, wenn Sie Freunden und Bekannten damit noch eine Freude machen wollen. Wir sind mit Alpha das nächste Mal auf Sendung in 4 Wochen am 1. November an Allerheiligen. Da geht es dann wieder um ein Thema, das uns alle etwas angeht. Es geht um das Thema Tod bzw. Leben angesichts der Tatsache, dass wir alle einmal werden sterben müssen. Es wird also wieder interessant und wieder wird Vera F. Birkengiel dann im Studio sein und die Fragen beantworten. Wir wünschen Ihnen eine schöne Zeit und auf Wiedersehen.